Der Clubgänger. Was findest du davon, dass wir endlich mal ein Dance Magazine haben auf Viva, Club Rotation, wo man verrückt sein kann, wo nur Dancing ist, neue Trends, alles da. Was findest du davon? Es hat einfach gefehlt und jetzt ist es da und ich hoffe, das läuft lange und super gut. Das läuft auch lange und super gut. Ich bin total positiv. Hoffentlich mag auch. Ja, klar, ja, auf jeden Fall. Alles klar, okay? Steve Rapp, what's up? Entschuldigung, aber ich bin hier nur, weil es hier das Bier umsonst gibt. Macht euch keine Hoffnung, dass ich die Musik in irgendeiner Weise gut finden könnte. What do you think about the new show Club Rotation? Wicked. Also, ja, gut. Also, gut, ne? Alles klar. Rick aus dem Bild. Und du? Stacy, das ist die beste Show auf Viva. Es geht richtig ab und das wird die Wicked, neue. Wicked. Ich bin halt nicht die Worte. Die Jungs sind schon halb fertig, aber ist okay. Check it out, it's World Cup. This is hip hop music. World Cup. Leute, was geht ab? Willkommen hier bei Viva World Cup. Wie immer, montags 23:10 Uhr. Heute chillen wir mit Ice-T. Nice having you here. Cool. Hey Leute, was geht ab? Willkommen bei World Cup. Heute sind wir hier in Hamburg im Mojo Club. Wir chillen mit den Jungs von De La Soul. Yo, what's up? How you doing? Nice to be in here. Scope am Start sieht man hier. Heute chillen wir mit Guru und er schreibt gerade die Platte. Zweite Platte von ihm, von Gangster. Guru, it's nice having you in the show today. Nice being here, you know what I'm saying? Cool. What's up, y'all? Germany in effect, you know what I'm saying? Brooklyn in the house. World Cup. I'm very political at times, you know. I'm just an opinionated brother, and I'm going to say what I think. And if I think the cops are brutal, I'm going to say it. And I think the government overreacted, because I really don't have no army. I ain't got no militia. I'm not out to storm the White House or anything. But they got scared because so many people were listening to the music, and they just didn't know what to do. It's cold lamping like a black king on the throne. Evilly, turn up the microphone. 1996 forderte die Fehde zwischen der West und der East Coast ihr bis dahin prominentestes Opfer, Tupac Shakur. Nachdem er Tage zuvor von zahlreichen Kugeln getroffen wurde, erlag er am Freitag, dem 13. September 1996, seinen schweren Verletzungen. Yeah, happy to see you. Wasn't y'all talking when I got in here? Finish. Nah, that can wait. It's a lying piece of shit. Pop, please don't kill me. It was Buff's idea. No, man. I'm just a rapper, man. Please don't take me out the gang. I ain't gonna kill you. We was homeboys once, Pig. Once we homeboys, we always homeboys. Even if you is a fat phone. Thank you, Pop. Thank you, man. Thank you, man. Don't thank me. Hi ihr Lieben und hallo zusammen bei On The Rocks. Im Sommer 96 startete On The Rocks. Katja Gieglinger bediente Rockfreunde mit exklusiven Interviews, Live-Konzerten und Studiobesuchen. Neben heimischen Acts wie Selig und den H-Blocks waren hier auch internationale Rockgrößen zu sehen. John Bon Jovis Konzerte werden ja oft von mehr als Zehntausenden von Leuten besucht. Bist du selber schon mal als Fan auf so einem riesigen Konzert gewesen und kann er diese Fan-Hysterie verstehen? Well, I don't know about hysteria, but there's 60. Von Fanhysterie weiß ich nichts, aber wir spielen heute vor 60, morgen vor 80.000 Zuschauern. Wir haben eine sehr treue Fangemeinde, auch weil wir eine Band sind, die nie enttäuscht. Unsere Konzerte sind als lang- und hitorientiert bekannt. Die Leute wissen, was sie bekommen und die Stimmung ist manchmal wie bei einem guten Footballspiel. It's a band that doesn't disappoint. You know, our shows are well known as being long hit oriented shows that can go up to 3 hours a night, so people, they know what they're coming to see here, and it's like, I got the feeling of a football match or something out there, you know. It's nice. Your love is like bad medicine for my need. Für die Freunde von Musik der härteren Gangart gab es 1996 immer noch Metalla.
Der gute Halber Metaller. Wir sind über den Dächern von Köln und wir sind so hardcore, hardcore, hardcore heute. Hier sind wir mit Slayer, Tom und Carrie. Hi guys. How's it going? So, hier sind wir mit Pantera, Dimebag. Hi. What's up? Vinny, how you doing? How you doing? Neben mir sind Evan und Billy von Biohazard. Hi guys, good to have you here. Good to be here. Good to be here, man. Thanks. Good happy you are here. Ja, hier sind wir im heiligen Ambiente eines Harley-Ladens in Köln. Bei mir Joey DeMaio und Eric Adams von Manowar. Hello, gentlemen. Brother, what's happening? Good to have you on the show. Glad to be here. Glad that you are here. We love the music, and it's all about the music for us. If we started out, there was a time when only five people liked Biohazard, and four of them being us, and one being our manager, big, tall Richie Frayn. So if it came down to only five people liking us, we've been there before. It's okay. The true thing is that we'd been on the road for 6 years nonstop, right. Recorded 3 records, busted our ass, been around the world 12 times, and April last year, the end of the tour in the States, we all said, man, let's take a fucking break. Let's go away from each other. let's go do something else and quit thinking about Pantera. I mean, so every solid. Day you get up, it's Pantera, Pantera, Pantera. The phone rings, it's Pantera. You know, you gotta get away from it. I've heard that working with you, Joey, is sometimes a pain in the ass because you're so perfect. Oh, it's worse than that. It's worse than it's that? It's not that easy. Sometime we'll get you in the recording studio and you can see for yourself. It's not a good time. Ich meine, auch 1996 war Heike wieder eifrig unterwegs. Auf ihren Hausbesuchen bei allen möglichen Promis versuchte sie stets so viel wie möglich aus deren Leben in Erfahrung zu bringen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem meiner Hausbesuche. Und ich bin sehr, sehr stolz, heute Lenny Kravitz besuchen zu dürfen. Ich sitze jetzt hier gerade mit Dominika, Sönke Wortmann und ich. Hallo Heike. Zack Helge. Guido Wanders. Mit Mirko Nonchef. Neben mir sitzt Til Schweiger. Herbert Grönemeyer. Valerie Niehaus. Neben mir sitzt, die ihr unschwer erkennen könnt, Sting. Ich bin letztes Jahr in die Rolle des Hornchen geschlüpft. Ja, das habe ich gehört. Und habe dann für meine Mama ein Lied gesungen auf einer Bühne. Und deine Mama war gerührt? Die hat Durchfall bekommen. Die war total aufgelöst. Und Gildo. Und wir die haben, Leute kennen deine Mutter, das sagt man nicht. Das ist was ganz Menschliches, wenn einer mal die Gonorrhoe bekommt. Und am Tisch wird tierisch gefummelt gerade. Kriegt man das eigentlich mit von der Kamera? Jetzt musst du auch. Jetzt ist natürlich zurückgezogen. Muss schon schneller sein. Nee, da warst du jetzt aber langweilig. Jetzt hätte schnell die Hand hinlegen müssen. Stimmt. Ja. Erste Mal. Okay. Ja, war so ein halb ausgeklügelter Scherz. Ja, war nicht gut, ne? Sagen Sie mal, Falco, was ist denn das, der Wiener Schmäh? Ja, du kannst ja auch Hochdeutsch sprechen. Ja, durchaus, wenn es sein muss. Ich bin ja eh so ein Outlaw. Also für mich selber habe ich eh abgeschlossen mit dem Ganzen. Aber meinen Eltern zum Beispiel, denen ist war das auch mega. Einmal ruiniert, lebt es sich ganz gänzlich ungeniert. Ja, ist auch wahr. Ich meine, aber meinen Eltern war das voll peinlich. Und das tut mir dann auch weh. Und da Dieter Bohlen fast entmannt und so. Und jetzt zum Beispiel kursiert natürlich in Hamburg das Gerücht, zum Beispiel habe ich jetzt ganz neu gehört, ich bin impotent. Das macht mich natürlich fix und fertig, aber ich kann mich jetzt ja nicht am Tisch stellen und eine Nummer mit jemandem schieben, nur damit die das irgendwie sehen, dass ich das nicht bin. Du bist doch irritiert von dem Gag. Der kam zwar beim ersten Spruch nicht so gut, aber... Ich bin nicht irritiert. Hast dran zu knacken. Ich wäre noch nicht mal irritiert, wenn du die ganze Zeit die Hand auf meinem Schenkel hättest. Das weiß ich. Du bist halt ein eiskalter Profi. Und das hast du mir voraus. Vielleicht bin ich noch nicht alt genug, mir darüber Gedanken zu machen. Vielleicht dauert es noch. Ein gewisser Erfahrungsprozess gehört dazu. Ja, cool. Oder? Du hast doch auch schon ein bisschen was auf dem Buckel jetzt. Jetzt wird's aber sehr persönlich. Ja, ist doch gar nicht mehr nett. Heike, was ist los mit dir? Nein, also diese Art von Ehrlichkeit gefällt mir überhaupt nicht. Heike. Früher war das schon so, dass ich das irgendwie gepflegt habe, irgendwie zu demonstrieren, was man so hat und das auch an seinen Freundinnen. Ja, jetzt lass mal das scheiß Auto kommen. Im Panda wäre das nicht gegangen mit den Kameras. Das stimmt. Aha. Nein, siehst du, jetzt hast du mich doch aus Erfassung gebracht.
finde ich auch ganz gut. Wir überlegen und schneiden das dann. Ja. Nö, wir schneiden das nicht. Das ist sehr wichtig. Man darf das auch sehen, wenn du mich mal in Verlegenheit gebracht hast. Okay. Mit Erich Honecker hast du doch eigentlich ein ganz gutes Verhältnis, oder? Ja, ein gutes Verhältnis. Ich meine, der hat mir mal Geschenke gemacht. Ich habe mal diese Schalmei gekriegt und von mir hat er eine Lederjacke gekriegt. Das finde ich ist doch irgendwie schon lässig von ihm, dass er. Gitarren statt Knarren. Dass er irgendwie auch gelacht hat über den Sonderzug nach Pankow oder nicht? Ob er gelacht hat. Meinst du nicht? Völlig verkniffen auf dem Klo und hört Westradio. Meinst du nicht, dass und er das ich glaube nicht, dass er irgend auch nur einen Hauch von Humor hatte, glaube ich sowieso nicht. Aber er hatte natürlich ein paar Beratungen gesagt, Honecker, jetzt keinen schlappen Eindruck machen und so. Ah, ja, ja. Erst mal ein Briefchen schreiben lassen, er schreibt ja nicht selber. Was bedeutet denn für dich so Luxus und Dekadenz? Naja, Versace, Cartier. Aber ja, das ist so ein bisschen, ja. Das ist schon irgendwie, mein Gott, sind halt schöne Dinge. Die haben halt ihren Preis und ich umgebe mich ganz gern mit schönen Dingen. Solange es also so billig sind. Billig. Glaubt der keiner. Cartier-Uhr? Aber ich habe gar keine. Leider. Macht nichts. Wird schon nur werden. Wirst sehen. Ja, wunderbar. Kriegen wir kein Licht von dir? Das ist doch Feuerhersel. Oh. Ja, da ist doch die Kacke am Dampfen. Das weiß ich heute noch ganz genau. Ich bin in irgendeinen Bäckerladen gegangen und ich wollte ganz besonders vornehm sein. Weil ich dachte, es ist also, wenn man aus der Kleinstadt kommt, dann habe ich gesagt, ich hätte gerne ein Baguette. Und dann guckte mich die Bäckersfrau an und sagte, nein, sowas haben wir nicht. Kann es sein, dass Sie schwul sind? Ja, was wollen Sie denn von mir hören? One more minute. Yeah. Okay, then. You're doing a great job. Thank you very much. You're very good. Oh, don't sorry, say I'm that not being patronizing. No. Otherwise, I'm going to be. Eigentlich finde ich, die ich ja normalerweise auch nicht hier diese Flachtreter trage, weil ich bin ein bisschen kleinwüchsig, bin klein und wuchsig. Weil ich heute wieder meine Turnschuhe an habe. What was my name? Heike. Gut. Ja, da kommt so eine Heike, die ist ziemlich bekannt. Und, ach so, Heike, wie heißt du, Makusch? Fast Makatsch. I was watching you yesterday. For example. Yes. That's a good thing to do. It's one reason to be in a hotel room. No, it was great. Yeah. I didn't understand a word you said, and I watched you for a long time. Was it now very boring, or was it okay? What, the interview? Yes. Yeah, it was okay. It was okay? Uh-huh. Thank you. Nächste Woche 1997. Club Rotation feiert den ersten Geburtstag. Film Up geht an den Start. Nightclub bringt Live-Musik ins Wohnzimmer. Weltstars treffen sich beim Komet. Die Backstreet Boys, Boyzone und NSYNC liefern sich ein heißes Rennen um den Boygroup-Thron. Und Skandale erschüttern die Bilderbuchkarriere von Tic-Tac-Toe. Also einschalten!